Hallihallo Leute, willkommen zurück zum kleinen Let's Play von Stardew Valley im Multiplayer mit The Wild Drug. Yay, ich bin hier. Yay, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Heute ist Donnerstag und heute werden wir wahrscheinlich auch schon die nächste Aufnahmesession machen. Das ist noch von der letzten Aufnahmesession am Montag und wir starten in... Ich glaube, ich weiß, warum der Controller so schlecht reagiert, weil ich ihn über den Tisch halte und da tatsächlich die Bluetooth-Verbindung abreißt. Wolltest du das nicht umstecken? Daten, ja, später mal. In den 26. Tag des Frühlings heute machen wir noch 2 Tage. Es regnet, das ist super. Gucken wir mal, wie das Glück aussieht. Morgen wird sonnig. Ja, so, die Geister sind heute höchst unzufrieden, also ich werde nicht in die Mine gehen. Nichts machen, was Glück... Aber dafür können sie Kartoffeln ernten. Nichts machen, was Glück braucht. 500 Gold. Geld. Hast du auch 500 bekommen? Ja. Wow. Ich habe 2 Krähen verjagt. Das ist super. Wir haben ganz viele... Ich werde heute die letzten 3 Fische holen, die wir noch im Frühling holen müssen. Ich hoffe, das kriege ich hin. Und zwar den Katzenfisch, den Blaubarsch und den Aal. Alles 3 Regenfische? Alles 3 Regenfische, ja. Blaubarsch und Katzenfisch sind im Fluss. Da bin ich gerade hin unterwegs. Und der Aal im Ozean, wenn es regnet, nachts. Das heißt, den werde ich erst abend holen. Nicht nachts, glaube ich, ab 18 Uhr. Ja. Warte mal, ganz kurz, kann ich dir gleich sagen. Der Aal ist im Ozean ab 4 Uhr nachmittags bis 2 Uhr nachts. Okay, das ist okay noch. Der Katzenfisch den ganzen Tag. Und welchen brauchst du noch? Ich hab die Liste vor mir. Also. Ach so, okay. Ich habe ja meine wunderschöne Liste, die ich mir mal ausgedruckt habe, die ich mir noch mal größer ausdrucken muss, aber... Das mache ich ein anderes Mal. Ein anderes Mal. So, das waren die Frühlingsdinger, ne? Ja. Ich glaube, der Aal gibt einen ordentlichen Kampf ab nachher. Der Fisch hier auch. Was ist das denn? Wow. Wir haben eine Zuschauerfrage zum Spiel. Ja, dann hau raus. Multiplayer kann man eigentlich auch mehr als 2 Personen zusammen spielen? Ja, bis zu 4 Leute können zusammen spielen. Das heißt, wenn ich Bock hätte, könnt ihr jetzt auch einfach meinen Laptop starten? Wir müssten dir eine kleine Hütte bauen lassen, die wird sofort gebaut und dann könntest du theoretisch sofort mitspielen. Ja. Cool. Du müsstest dir einen neuen Charakter erstellen. Deine Skills würden wieder bei 0 anfangen erstmal. Mhm. Aber du könntest dann jedes Mal auch mal mitspielen oder halt auch einfach mal nicht. Wenn du dann nicht da bist, würde das, was du zuletzt im Inventar hattest, hier in diesem Drawer dann bei dir drin sein, den ich jetzt nicht aufrufen kann, weil Martin online ist. Bist du in meinem Haus? Ich bin gerade in deinem Haus. Und dann würde das funktionieren, ja. Oh Gott, das ist ein Arschlochfisch. Welcher, der Aal oder der Katzenfisch? Der Aal nicht, der Aal ist erst abends. Es ist entweder Blaubarsch oder der Katzenfisch, aber es ist beides eins wie das andere. Es ist der Katzenfisch. Aber du hast ihn, immerhin. Mhm. Mhm. Ja, erbärmlich. Düm, 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 düm. Wir geben gehen aber die Skills individuell hoch. Genau, jeder treibt seine Skills selbst hoch. Deswegen habe ich auch Fischen erst auf 2, während The Wardrug das schon auf 5 hat. Und ich habe Sammeln schon auf 5 und Hofarbeit auf 4. Hofarbeit hast du, glaube ich, noch gar nicht, oder? Nee, habe ich noch gar nicht. Weil ich die ganze Hofarbeit erstmal mache. Und das Geld? Das Geld teilen wir uns. Wir teilen uns das Geld, die Farm und nur den Farming Space. Mhm. Und was teilen wir uns noch? Hauptquests, sowas wie das Sammeln. Diese Quests, die am Billboard hängen. Nee, nicht am Billboard, diese Das Community Center. Genau. Das teilen wir uns. Das ist voll cool. Eben. Also Leute, Stardew Valley lohnt sich durch den Multiplayer gleich nochmal mehr. Stardew Valley hat es tatsächlich auch nach dem Multiplayer-Update nochmals weiter hoch in die Steam-Charts geschafft, auf Platz 8, glaube ich. Das war so schon noch ziemlich hoch, oder? Ja, es ist in den letzten Monaten etwas weiter runtergegangen, logischerweise auch. Nee, das war doch richtig. Bin ich denn blöd? Also ja, aber... Was wir dann übrigens auch bald mal machen sollten, sobald wir die Rohstoffe dazu haben. Jetzt ärgert es mich übrigens, dass wir keine Dingsfarm haben.
keine... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Keine Waldfarm. Weil in der Waldfarm sind diese großen Stümpfe öfter da und die bringen mehr Erfahrung und sie bringen Hartholz und zwar jeden Tag 16 Stück. Das ist so, kriegst du jeden Tag 12 Stück aus dem Wald. Ja, aber im Wald musst du erstmal hingehen. Und du kannst ja dann jeden Tag halt 28 Stück auf der Waldfarm haben. Mhm. Haben wir in die falsche Richtung gehauen? Naja, auf jeden Fall sollten wir dann mal anfangen, uns eine Scheune zuzulegen. Und die, also das können wir auch Anfang des zweiten Jahres machen oder im Winter oder so. Und die dann auszubauen. Weil, wenn wir Schweine dann irgendwann haben, sind wir auch relativ unseren Geldsorgen enthoben. Okay, ich hab den Katzenfisch gefangen. Sehr gut. Hui. Jetzt mach ich mich los zum Ozean, damit ich nachher rechtzeitig da bin, wenn es dann losgeht mit Grünkohl? Wo kommt der Grünkohl her? Wieso liegt der Grünkohl rum? Wo? Hier lag Grünkohl rum, neben dem Community Center. Ich war's. Da lag Grünkohl. Ich war's nicht. Ich hab Grünkohl eingesammelt. Ja. Ich meine, ich habe heute einen Grünkohl geerntet und den habe ich hier rumliegen, aber warum da ein Grünkohl rumliegt, das kann ich dir allerdings nicht sagen. Das verstehe ich nicht. Wir brauchen auch das Haus-Upgrade. Lass dich doch nicht immer erwischen, Junge. Aber da war Brot drin, ich habe schon wieder Brot gekriegt. Das mag ja sein, aber musst du dich dabei immer erwischen lassen. Ich halte doch nicht extra an und warte deswegen. Was ist denn passiert? Er wurde beim Durchwühlen des Mülls erwischt. Beim Mülltonnen treten. Das ist Volkssport. Das macht man doch nicht. So, ich brauche irgendwas zu essen. Ich habe noch ein Brot. Ich habe noch Cookies. Kekse. So, und jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Energie. Wie stellen wir das denn um? Und zwar so. Ich nehme alles aus der Kiste raus. Fox, wenn du gerade nichts zu tun hast, kannst du dir auch noch überlegen, was wir quasi, wie viel und wie wir es anbauen im Sommer. Ich habe da schon ungefähr einen Plan. Na gut, dann. Warte mal, was? Wir können bisher nur normale Sprinkler bauen. Ich muss also... Habe ich heute die Kartoffeln geerntet? Ja, ne? Ja. Sehr gut. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die anderen Sprinkler machen können, aber wir haben eh noch keine Goldbarren. Das heißt, wir können die nicht bauen. Qualitätssprinkler könnten nämlich super praktisch werden. Da müssen wir nicht. Wie viel Kupfer haben wir eigentlich in der Kiste? Kupfer haben wir 17. Okay. Ich könnte also meine Kanne. Ich gehe mal meine Kanne upgraden. Willst du die wirklich jetzt schon upgraden? Willst du nicht erstmal Saatgut kaufen? Das sind nur 2000, weil ich habe die nur auf Kupfer. Ich habe die noch nicht mal auf Kupfer. Achso, ja, dann kannst du jetzt upgraden. Eben. Die nächsten Tage brauchen wir sie ja sowieso nicht. Eben, und du hast deine ja schon auf Kupfer. Und dann haben wir sie beide auf Kupfer, dann sind wir schneller damit. Oder? Ich meine, wir könnten meine auf Silber, auf Metall aufwerfen. Nee, ich werde meine nicht auf Kupfer upgraden, weil wir ja deine erstmal haben. Ich werde meine Spitzhacke upgraden, damit ich in der Mine weiter runterkomme, um mehr Rohstoffe zu bekommen. Damit wir dann mehr Eisen haben, um deine auf Eisen zu... Ja, dann macht das. Das ist schlauer. Und vor allem meine Axt dann auf Eisen abzugraden. Ich will meine Axt besser haben. Ah, ich bin noch blöd. Na, erstens hat der nette Herr nur bis 16 Uhr offen und zweitens habe ich alles vergessen, was ich hätte gleich hier abgeben können, aber eben. So. Komm schon ein Aal, sonst muss ich bis Herbst warten. Oder, ich glaube, nee, der Aal kommt nur im Frühling. Nee, im Herbst auch. Ach, keine Ahnung. It's raining rain. Hallo Julia, it's raining rain. Könnt ihr jetzt hallo Julia. Wow. Ich hätte nicht erwartet, dass du darauf eingehst. Ja, was soll ich sonst machen? Wozu bin ich sonst hier? Das frage ich mich auch. Warum bist du eigentlich hier? Wer hat dich dazu gezwungen? Wie könnt ihr heiraten? Indem wir im Late Game einen Ehering craften.
Das heißt, jetzt könntet ihr nicht heiraten? Nein. Oh. Wir sind noch nicht bereit für die Ehe. Das werde ich nie sein. Das ist nicht halt sehr realistisch. Erst 4 Jahre schuften und dann, wenn man alles erreicht hat, kann man heiraten? So ungefähr. Ich meine, wir können ja auch andere Leute heiraten. Das geht schon vorher. Es geht halt darum, dass die Beziehung erstmal wächst und man nicht gleich überstürzt heiratet. Soll ja auch was Besonderes sein. Oh. Hast du gehört, The Bard, du bist was Besonderes. Ich muss gerade mit dem Fisch hier kämpfen. Danach kann ich mich darauf konzentrieren, ob ich was Besonderes bin. Nicht ob, sondern das. Hab den Aal. Und mein Inventar ist voll. Mist. das kann weg. Das kann weg. Das behalte ich. Das kann weg. Und das trinke ich. Trink, 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 trink. So. Mal schauen, wie viele Aale ich noch aus dem Wasser ziehen kann jetzt. Wahrscheinlich nicht viele. Na, mach nicht so lange. Ist schon gleich 21 Uhr. Ja, einen Eimer angel ich noch. Einen Eimer angelst du noch? Wenn was anbeißt. Und es ist ein Aal. Und eine Schatztruhe, verdammt. Gehe ich das Risiko ein? Ja. Der Aal hat mir die Entscheidung abgenommen. Er ist einfach zur Schatztruhe geschwommen. Siehst du? Eine Magma-Geode, juhu. Oh, sehr gut. Die können wir noch gar nicht finden. Aber angeln kann man sie anscheinend schon. Ja. Wenn du eine prismatische Scherbe findest, ganz gut aufheben. Nee, die wollte ich sofort ins Wasser zurückschmeißen. Nein, ich meine, wir müssen uns dann ganz gut überlegen, ob wir die dem Museum spenden oder uns lieber das beste Schwert holen. Ich gehe schon mal schlafen. Ja, ich komme gerade unten an. Cheers, Leute, cheers. Ach, ihr könnt nur gemeinsam das Spiel beenden. Ich reiche, wenn ich das morgen verkaufe, oder? Brauchst du das Geld jetzt? Nee. Ich bin jung und hab das Geld. Okay, dann gehe ich jetzt erstmal schlafen. Tu das. Sehr schön, dann haben wir die Fische, die wir brauchten. Hofarbeit Stufe 4. Gießkanneneffektivität, Hackeneffektivität. Eisenzaun, Einmachgefäße und Hydrogel-Standard. Okay. Fischen Stufe 6 plus 1 Angeleffektivität, neues Herstellungsrezept Dreher und Fallenfischköder. Wir haben 1000 für die Kartoffeln bekommen, für 9 Kartoffeln. Kartoffeln, Kartoffeln, immer nur Kartoffeln. Ja, ich kann jetzt noch ein paar Fische abgeben. Die werden nicht so viel wert sein, aber immerhin. So, wir machen noch einen weiteren Tag. Ja. Kükürükü. Gehst du am Community Center vorbei? Eigentlich nicht. Okay, dann gehe ich da nochmal hin. Ich werde sowieso nochmal in die Mine gehen. Und dort angeln, weil das hat sich echt gelohnt. So, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg, das. Ich wollte da 5 Kupferbarren rausnehmen. Hast du mal im Fernsehen geguckt, wie das Glück heute aussieht? Nein. So, magst du die Geode da noch reinlegen? Dankeschön. Und der Grünkohl gehört doch nicht da rein. Ach, Marfi. Ja, ich wollte dir nochmal zeigen, dass ich wirklich Grünkohl geangelt habe, gefunden habe. Boah, Marfi. Ja, so. Du kannst dir dort übrigens Müsli-Riegel mitnehmen. Naja, brauche ich nicht. Damit du beim Angeln immer genug Energie hast. Ich zieh da so viel Grünalgen raus, das passt schon. Ich ernähre mich nur noch von Algen. Das ist doch nichts Schlimmes. Flussfische. So, ey, wie sich das gehört, Suki. Der Zauberer
M. Rasmodius wünscht die arkanen Eigenschaften von wilder Meerrettich zu untersuchen. Du wirst belohnt werden. 150 G bei Lieferung, Zauberer wird dankbar sein. Nehmen wir an. Fox, wusstest du eigentlich, dass es einen Glitch gibt bei der Switch-Version? Dass man beim Community Center Sachen reinlegen kann, die dann akzeptiert werden und man sie sofort wieder rausnehmen kann, solange man das Fenster nicht schließt? Nein, ich weiß aber, dass es in der PC-Version, auf jeden Fall noch bei der 1.2.2 oder 1.2.4, ich weiß nicht, was die letzte Version war, gab es einen Bug und ich habe mal einen Stuhl reingelegt und der wurde als Fisch erkannt. Ein was? Ein Stuhl. Oh, okay. Den Stuhl habe ich beim Community Center, nicht beim Community Center, beim beim Dings bekommen. Im Museum, glaube ich. Mhm. Und den hat er irgendwie als Fisch erkannt. Den konnte ich auf einmal beim Community Center reinlegen. Dann habe ich das gemacht und hat er sich in einen Fisch verwandelt. Das war lustig. Ende. So. Ich angle wieder in der Mine. Ich werde jetzt Geld ausgeben und erstmal unsere Geoden aufbrechen, weil das lohnt sich für meist. Ja, schau mal vielleicht, was wir brauchen noch für das, für das Höhlenbundle. Ob du da was findest. Ja, das hat ja mit den Geoden, glaube ich, nicht so viel zu tun. Naja, du könntest zum Beispiel aus der Magma aus der Feuergeode, zum Magma-Geode, Feuerquarz rauskriegen oder sowas. Da habe ich Steine rausbekommen. So. Weil ich jetzt zu viel Zeug im Inventar habe, gehe ich jetzt die ersten Sachen wegbringen und uns die nächste, wahrscheinlich die nächste Dings holen. So im Mausmodus. Die Dwarven Scrolls packe ich dahin. Neue Belohnung. Vertebrae. Neue Belohnung. Und ich habe noch 14 Geoden übrig. Achso, nee, die Belohnung hole ich erst hinterher. Soapstone? Warum steht da nicht Seifenstein? Weil Soapstone der eindeutige deutsche Name für Seifenstein ist. Definitiv. Speckstein ist das übrigens auf Deutsch, ne? Ja, stand das auch da, aber nur beim unten im Fenster steht es nicht richtig. Ja, ich glaub, die Konsolentextausgaben sind nicht ganz übersetzt. Ja, das kann sein, dass es einfach alles noch nicht fertig ist. Nochmal ein Dwarfenhelm, den haben wir schon. Lehm. Ein Drachenei? Nee, ein Donnerei. Das andere ist ein Dinosaurier-Ei. Das kannst du, glaube ich, nur angeln. Ja. In Schatztruhen kannst du es finden. Und nee, man kann es auch in der Mine oder so finden. Also auch beim Ausbuddeln, aber sehr selten. So komprimiert, dass er fast verschwommen aussieht. Wenn du ein Dinosaurier-Ei findest, nicht abgeben. Dann mache ich mir ein Spiegelei draus, schon klar. Genau. Ich sehe, du verstehst, wie wichtig das ist. So, jetzt kannst du bitte mein Werkzeug verbessern, und zwar die Spitzhacke. Dankeschön. Das heißt, ich kann jetzt erstmal nicht in die Mine gehen, aber dafür habe ich dann bald eine Kupferspitzhacke, was super praktisch ist. Dann... Hallo, ich möchte noch was spenden. Ein Donnerei. Achso, ja, steht immer das Englische da unten. Ja. Und ein Granit. So, gibt keine neue Belohnung. Aber ich hole mir die Belohnung ab. Ein Teddybär, ein großer Futternbär und Jadehügel. Oh, ja, wir haben den blauen Bären freigeschalten. Nice, dann muss ich gleich mal auch nochmal zum Museum. Der Bär im großen blauen Haus heißt das, oder? Nein, das ist der große blaue Bär. Naja, was auch immer. Warte, der Bardrack kann sich jetzt auch einfach eine Belohnung abholen. Er kann sich genau dieselben Belohnungen abholen wie ich. Deswegen, ohne dass er was gemacht hat dafür? Ja. Deswegen haben wir auch schon, deswegen haben wir auch beide die, Ui, ich wurde nicht erwischt. Ha, geh mal weg. Ich will mal in deinem Müll wühlen. Dankeschön. Was? Jodie hat mich erwischt. Aha. Nein. Warum darfst du dich eigentlich nicht erwischen lassen? Naja, fändest du das toll, wenn deine Nachbarn durch deinen Müll wühlen? Sagen wir mal so, sie tun es. Also meine Nachbarn habe ich nicht gesehen. Aber Marfi schnurrt sich durch. Ja, Marfi schnurrt sich so durch. Das ist halt Martin. Ich kann einen riesigen blauen Plüschbär zu meiner Hühnerstatue dazustellen. Nein, zurück. Ich will, auch wenn es nur einer ist, den will ich nicht weggeben. Das Bild will ich auch nicht weggeben. Hat eigentlich jeder sein eigenes Haustier? Nein, nur ich habe ein Haustier.
Ja, aber er gibt ihm keine Liebe. Ich streichle das immer, wenn ich vorbeigehe. Jeder hat sein eigenes Haustier. Marfi hat die Katze und ich hab Marfi. Du denkst, ich mache Scherze. Ich glaube, ich habe den besseren Deal. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab Marfi. Wer hat da den besseren Deal? Definitiv Marfi. Ich kann den Teddybären hier draußen nicht hinpflanzen, das ist schade. Außerdem gehört zu Suki, die hat mich schon an alleine vorbei rumgeführt. Elektrorasenmäher. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. Kabel gehalten, natürlich. Ja, Elektrorasenmäher, ist klar. Ja. Und dann ist das Rad abgefallen. Man könnte also sagen, du hast ein Rad ab. Nein, der Rasenmäher hat nur noch drei Beine. Das? Drei Beine? Ja, der hat nur noch drei Beine, weil er ein Rad ab hat. Aber Beine sind doch keine Räder. Siehst du, Suki stimmt mir zu. Manchmal schon. Ich möchte das von euren Fetischspielchen gar nicht so genau wissen. Ich hatte auch noch nicht vor zu erzählen, wie viel wir anhatten da. Was? Ihr hattet was an? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, das sind die langweiligen Leute, weißt du? Mhm. Rasenmähen macht man nur nackt, aber Leute, die halt keine Ahnung vom Rasenmähen haben. Das erklärt, dass die Geschichte ist gelogen. Er hat gar keinen Rasen gemäht, wenn er was anhatte. Was hat er dann gemacht? Willst du das wirklich wissen? Jetzt ja. Gut. Na dann erzähl mal, Marfi. Ich habe Rasen gemäht. Rasen gemäht. Wofür auch immer das ein Synonym sein soll. Aber wir haben es immerhin outdoor gemacht. Zum Glück ist dieser Satz eindeutig. Ja, frische Luft ist gut. Wenn du das sagst, du aller Naturbursche. Hey, wir haben Geld gekriegt. Warum haben wir Geld gekriegt? Weil ich unserem allerliebsten Lieblingszauberer ein Meerrettich ins Gesicht gedrückt habe. Nice. Hallo, kannst du mal aufhören, Grünalgen aus dem Wasser rauszuziehen? Nein. Ich würde gern Steinfische nicht angeln. Denkst du nicht mit? Nein, nie, sage ich. Lass mich raten, du lebst nach der Devise lieber fünfmal nachgefragt als einmal nachgedacht? Verdammt, ich hab das letztens erst gelesen, das Kapitel. Und du hast das nicht mehr komplett hinbekommen? Nein. Doch. Oh. Boah, Marfi. Festgestellt, Boar Mafi klingt geiler als Boar Fox. Hast du halt irgendwas noch am Verkaufen? Ich verkaufe Sachen. Ja, ich habe Sachen verkauft. Was hast du denn reingeschmissen? Allerlei allergische Allergologen aus Algerien. Nee, allerlei Mineralien und Zeugs. Okay. Dann denke ich mal, dass wir wieder auf die 7000 kommen sollten heute, ne? Mit der Verkaufsrunde. Auf die 7000 als Summe oder? Über 7000. Okay. Also auf Gesamtkontostand. Nicht auf, wir kriegen heute 7000 rein. Übrigens, der Müll, den ich in den Recycler geschmissen habe, wurde zu 2 Eisenerz. Das ist sehr gut. Ja, ich habe auch noch 2 Eisenerz im Inventar. Die habe ich immer noch nicht reingeschmissen. Das ist neu, oder? In die Kiste. Nein, die Recycler gibt es schon lange. Was? Zeig mal. Jetzt gerade nicht. Ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Wo habe ich denn den Recycler eigentlich her? Habe ich den gebaut? Ich glaube, ich den hast du gebaut. Den hast du gebaut. Dann müssen wir ein paar mehr hinstellen. Ja, das wäre langsam praktisch. Was kosten die? Hast du die auch schon bei dir drin? Ah ne, die sind auf der Angelstufe drin. Die sind aus der Angelstufe. Die kann ich also nicht bauen. Wir haben jetzt 8 Eisenerze. Ich schaue gleich mal nach. Plus meine 2, die ich noch im Inventar habe. Das heißt, du kannst dann zweimal Eisen... Ich habe das übrigens umgestellt, weil ich es hässlich fand, so wie es war. Allerdings steht die Kiste jetzt irgendwie ganz komisch. Du solltest langsam anfangen, Schilder zu bauen. Hast du ein bisschen Holz geholt? Beziehungsweise, nee, wir sollten Schilder aus Stein bauen. Stein braucht man sonst nicht so viel. Eben. Schilder? Ja, es gibt Schilder. Das ist neu. 25 Stein, das sind ja... 50 D-Stein. Moment, was? Aber die Funktion ist neu. Richtig? Ja, die ist neu. Liest du eigentlich keine Patch Notes? Nein. Gut, es gab auch noch keine.
wann ich das letzte Mal Stardew Valley gespielt habe? Nein. Doch. Oh. Katze. Nein. Doch. Oh. Katze. Nein. Doch. Katze. Oh. Du wirst gleich aus dem Let's Play geschmissen, wenn du ständig stänkerst hier. Und damit meine ich nicht Murphy. Morgen ist der letzte Tag des Frühlings, richtig? Das stimmt. Nice. So. Dann gehe ich noch mal schnell die Fische in die Kiste schmeißen. Warum machst du Feuer ins Gras? Ich setze Fackeln, damit Murphy weiß, wo der Weg lang geht. Aww. It's true love. Ja, ich setze Kerzen. Ich setze eine Kur, eine Spur aus Kerzen, eine Kur aus Schmerzen, genau. Eine Spur aus Schmerzen. Murphy ist da oben. Ich suche eigentlich gerade die Kiste mit den ganzen. Haben wir Kiste mit Cola? Kohle ist oben beim hier Cola. Oben. Da wo die Kohle hingehört. Ich glaube, ich habe mein Eisen schon reingeschmissen. Wo ist der Weg? Wo geht's lang? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Ah! Folge dem Licht. Ich bin doch keine Kartoffel. Das hast du behauptet. Ah, hier definitiv schön, Suki. Was war das für ein Geräusch? Suki, du sollst nicht alles verraten. So, Murphy, ab ins Bett mit dir. Und mähe nicht das ganze Gras ab. Das brauchen wir noch, wenn wir dann unser zweites Silo bauen. Aber ich wollte den Weg frei machen. Nein. Sonst brauche ich so lange, immer da lang zu laufen. Man läuft nicht länger durchs Gras. Doch, das dauert länger. Nein. Gras verlangsamt ein. Nein. Doch. Nicht in diesem Spiel. Oh. Katze. So. Ich habe einen Bären mal vor meinem Fernseher stehen. Wie geil ist das denn? Oh, da oben ist der Mond. Den habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, das ist neu. Wir sind sogar auf 8000 gekommen. Läuft bei uns, würde ich sagen. Fischen hat richtig viel gebracht. Naja, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Es bringt halt viel, wenn ich halt Steinfische hole. 3 Stück. Drei Steinfische hast du? Oh, 3 Goldsteinfische. Ja, okay. Ja, Respekt, Leute, Respekt. Und 4 indische Glaswälze. So, wie sieht's eigentlich mit unserer Zeit aus? Time is over. Oh. Oh, ich bin doch keine Kartoffel. Ja, und dann würde ich sagen, war es das auch für heute. Folgt uns doch auch auf Twitter bei BloodyFox13 oder auf The Wardrug. Und schaut auch mal in den Stream vorbei bei twitch.tv/BloodyFox13. Yay! Lasst ein Like da, lasst Kommentare, schreibt mal wieder Boah Murphy an The Wardrug auf Twitter. Ja, bitte. Einfach so aus Prinzip. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Zum Ende des Frühlings. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao.